Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute gibt es mal so eine kleine Dreiklangübung. Und zwar schauen wir uns alle Stimmen an, die es bei Senorita gibt, damit du das für TikTok verwenden kannst, für Instagram Reels oder einfach mit Freundinnen singen möchtest und du möchtest Seans Stimme singen, du möchtest Camillas Stimme singen, du möchtest eine höhere Kopfstimme singen. Und die zeige ich dir heute. Ich zeige dir heute alle drei Stimmen. Keine Ahnung, warum ich immer so mache. Vielleicht ist es schon ein Tick, ich muss echt aufpassen. Nichts vergessen, ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen hoch freuen. Ich bin auf TikTok, ich bin auf Instagram und ich freue mich, euch da auf jeden Fall auch zu sehen. Und ja, lass uns mal loslegen. Bevor es aber in das Gesangstutorial reingeht, gibt es hier nochmal eine kleine Werbung für euch. Mit Power singen, Mix Voice lernen oder dich auf dein Casting vorbereiten, das und vieles mehr findest du in meinen Übungspaketen schon ab 16,99 €. Außerdem Einzel- und Gruppenunterricht als Online-Kurse von zu Hause aus. Werde Teil der zukünftigen Starke Stimme Academy ab 19,99 € und sieh, was dich dort erwartet. Schau vorbei unter tanjalevyvocalstudio.com. Und hier geht es speziell um den Chorus. I love it when you call me Senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is so la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Und wir nehmen auch nur mal den Chorus. Ich habe jetzt mal seine Stimme hier gemacht. Und jetzt machen wir mal ihre Stimme, die ist ein bisschen höher. Und die mache ich meiner Kopfstimme. Die singt die nicht in ihrer Kopfstimme, sie singt in ihrer Bruststimme, in ihrem Register. So, complicated, I know. I love it when you call me Senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh la la la. True la la la. Oh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Sie hat sehr hoch gesungen, das war jetzt ihre Stimme und jetzt machen wir mal eine höhere Harmonie draus. I love it when you call me Senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh la la la. It's true. La la la. Ooh, I should be running. You keep me coming for ya. I love it when you call me Senorita. Das war jetzt eine extrem hohe Kopfstimme. Wie ihr schon gehört habt, das ist nicht mehr meine Region. Es ist schon deutlich zu hoch für mich. La, la, la. Ooh, I should be running. You keep me coming for you. Super hoch für mich. Ihr hört auch, es ist nicht meine Tonlage. Ich bin ja Alto, ich bin ja kein Sopran und das hört man jetzt auch, wie gesagt, raus, stehe ich auch voll zu. Aber das sind jetzt diese drei Harmonien oder diese drei Tonlagen, die ihr singen könnt. Also einmal er, einmal sie und einmal eine höhere Kopfstimme, würde man jetzt in dem Fall sagen. Genau. Ja, das sind all die drei Stimmen mal isoliert. Und ja, schickt mir doch mal ein Video, wenn ihr den Song mal ausprobiert habt, Senorita, und ich freue mich wahnsinnig. Und schaut doch mal jetzt in die nachfolgenden Videos rein. Wir haben hier so viele Gesangstutorials und so viele Gesangsanalysevideos und ich freue mich, euch in meinem nächsten Video zu sehen. Boah, das war jetzt schon ganz schön tief. Ich bin schon hier bei Vocal Fry gelandet, um den letzten Satz auszusprechen. So, ich mache auf jeden Fall Feierabend für heute. Das war's jetzt. So.